Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, die Zeit 3x5 Minuten, das Limit Mittelgewicht 84 Kilogramm, der Spielplatz, die Arena im Oktagon, der Preis, der Titel eines Relove MMA Champions im Mittelgewicht, ausgekämpft zwischen Roman Kaprodov und Dustin Stolzfuß. Second Sound, der Betreuer aus dem Ring, Ring frei, Runde 1. Also Dustin Stolzfuß, 26 Jahre jung, gebürtiger Amerikaner aus Pennsylvania, kommt da, lebt und trainiert nun in Süddeutschland, fängt sich da den ersten rechten Haken von Roman Kapranov, der seit November 2015 nicht gekämpft hat. Also stehen beide sehr dicht aufeinander. Über 2 Jahre. Jeff hier zum Brustkorb. Kapranov und Stolzfuß stehen relativ dicht aufeinander, hier fast wie in einem Boxduell. Kaum Distanz hier. Schläge treffen dann auch umso härter aus dieser kürzeren Distanz. Boah, schönes Knie hier zur rechten Seite. Das wäre fast wieder gegen die Leber gegangen. Ja, da nutzt Stolzfuß seine größten Vorteile. Ganze 6 Zentimeter überragt der Roman Kapranov. Und da bieten sich die Knie als Waffe natürlich an. Beide behaken sich hier im Clinch. Das ist eine Situation, die wir schon öfters jetzt gesehen haben hier. In den 70 Sekunden, die der Kampf jetzt hier schon geht. Beide tapsen hier Richtung Käfig. Kapranov scheint damit kein Problem zu haben, hier gegen die Wand gestellt zu werden. Dustin ist natürlich hier sehr vorsichtig. Kapranov schaut hier etwas teilnahmslos in die Ecke. Oder er schaut sich selber quasi im... Ja, er schaut sich gerade selber am Bildschirm an. Das ist eine sehr groteske Situation. Oh ja, sehr gut von Dustin. Schafft hier Distanz. Kapranov hat hier den Double Underhook. Er versucht, Stolz muss hier zu drehen. Landet aber selbst auf dem Allerwertesten. Kapranov jetzt in der Unterlage. Hopp, kriegt hier Ellbogen zum Kopf, die hier in diesem Regelwerk jetzt hier fürs Finale erlaubt sind. Auch hier wieder Ellbogen, schön, die schneiden natürlich hart. Stolzfuß setzt die auch sehr platziert. Ein Cut hier direkt oberhalb, unterhalb der Haarlinie an. Und hier, das sind harte Treffer, die Kapranov jetzt nehmen muss. Ja, das war nicht nur der Cut, den dieser Ellbogen da bewirkt hat, das waren auch Wirkungstreffer, die waren wirklich hart. Sehr schöne Ellbogen hier von Dustin, der jetzt hier auch sich den Rear Naked Choke arbeitet. Ich denke, das war ja der Anfang vom Ende, den wir hier gesehen haben. Das wird es gewesen sein. Da muss ich Kapranov erstmal wieder rausarbeiten. Der Arm war noch gerade gefangen. Zäher Kerl, das war's. Wow, Dustin Stolzfuß bleibt Champion hier im Mittelgewicht. Und hat hier den wirklich gestandenen Veteranen abgefrühstückt. Scheinbar problemlos, also wirklich dominante Vorstellung von Dustin Stolzfuß, der aktuell Nummer 5 der deutschen Rangliste, der Nummer 1 der Relove MMA-Rangliste. Ein junger Mann, dem definitiv die Zukunft im Mittelgewicht gehören wird. Böser Cut hier, oberhalb des Ohres und direkt an der Haaransatzlinie. Das hat Dustin Stolzfuß sehr klug gemacht, denn ein Cut auf dieser Ebene kann einen Kampfabbruch herbeiführen. Sich hier nicht runterbringen lassen und als der Kampf dann zu Boden ging, hat er sich sofort den Rear Naked Choke gesichert. Der Arm war eingeklemmt, Kapranov konnte sich hier kaum noch wehren und sichert sich hier den Rear Naked Choke. Sehr guter Kampf, ansehnlicher Kampf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, ich habe vorhin von Traditionen gesprochen, die im Oktagon herrschen, die richtig guten Kämpfer, also die richtig guten Kämpfe. Denen wird eigentlich bei uns im Stehen applaudiert. Mein Vorschlag wäre es, es ist Ihre Wahl, aber ich denke, es wäre mehr als berechtigt.
Roman Kapanow, Dustin Stolzfuß. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank für Ihren Support. Ladies and Gentlemen, nach 2 Minuten 36 Sekunden in der ersten Runde haben wir ein Tap-Out über Rear Naked Choke, also ein Referee-Stoppage. Der Sieg geht und der Titel bleibt beim Gentleman, Dustin Stolzfuß. Dustin Stolzfuß, weiterhin der Champion im Mittelfeld. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, ich darf Ihnen vorstellen, den alten, den neuen Titelträger in der Königsklasse des MMA im Mittelgewicht, Mr. Dustin Stolzfuß. Ellenbogen? Ellenbogen. Oh, Ellenbogen. Ellenbogen. War gut, das mit Ellenbogen, oder? Sie gefallen mir auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, mein ganzer Arm ist eingeschlafen worden von Roman seinen Schädel. Also richtig zaffer Gegner. Er ist dabei, also die ganze Zeit dabei gewesen. Ich habe gespürt, dass sein Körper ein bisschen schlapp geworden ist, aber dann war er gleich wieder da und die ganze Zeit am Kämpfen. Also nochmal riesiges Applaus für Roman. Ja, wir sind uns einig, so ein Titel ist genauso viel wert, wie man arbeiten muss, um ihn zu bekommen, und man braucht Gegner dafür. Auf jeden Fall. Und nochmal, ich kann mich nur bedanken. Viele Leute haben abgesagt, viele Leute haben mich hier im Ring herausgefordert. Oh ja, das und dann, stimmt. Sobald es Zeit war, einen Kampf zu finden, waren sie nicht da. Und dafür nochmal, Roman ist eingestiegen. Und ohne ihn, ohne gute Gegner, gibt es keinen guten Kämpfer. Hast du einen Wunschgegner? Ich hab den Schmuckstück, die können kommen. Also mir ist egal. Die können alle hier labern, wenn sie wollen. Ich bin da, ich bin bereit. Also, kommt doch. Also, kommt doch. Ja. Ich rate mal, dann gibt es wahrscheinlich Ellenbogen. Natürlich, ja. Immer Ellenbogen. Immer Ellenbogen. Immer Ellenbogen. War schön mit euch. Tschüss. Wir sehen uns bald wieder. Bye. Ja, und damit sagen wir auch die Übertragung hier. Tschüss. Ich hoffe, wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns demnächst wieder bei Wheel of MMA. Eine sehr, sehr wichtige Technik, aber ich denke, ein Kämpfer von seinem Format, der braucht die auch. Und ich glaube, Dustin Stolzfuß, ohne Frage, einer der größten, einer der talentiertesten Kämpfer, die wir hier bei Wheel of MMA hier gesehen haben. Und er hat hier, für alle, die Roman Kapranow nicht kennen, einen Mann besiegt, der in seiner Karriere die Crème de la Crème Deutschland schon vor den Fäusten hatte, also definitiv keine Laufkundschaft, und er hat ihn hier, das muss man sagen, wirklich dominiert, deutlich besiegt. Wahnsinnssieg, Wahnsinns erste Titelverteidigung für Dustin Stolzfuß. War großartig, aber wie gesagt, ich habe ja gerade mit Dustin schon gesprochen, so ein Titel ist genauso viel wert, wie man dafür arbeiten musste. Fallobst pflücken bin ich nicht der Fan von, beim MMA schon gar nicht. Ja, man kann auch mal Glück und Pech haben, wir hatten es in diesem Kampf mit diesem Spinning Backkick. Ja. Ich hatte Spaß, ich hatte großartige Leute hier. Moderieren macht sowieso immer Spaß mit den alten Zausländer. Tja, kann weitergehen. Das sehe ich auch so, und es geht auch weiter, nämlich am 2. Juni schon gibt es WeLove MMA 40. Dann live in der König-Pilsener Arena in Oberhausen. Würden wir uns freuen, wenn ihr dabei seid, entweder vor Ort oder live am Stream zu Hause. Ansonsten, bis dahin, bleibt gesund, kommt gut nach Hause, macht es gut, schön, dass ihr da wart. Ciao. Tschüss.